Herzlich willkommen, liebe Anleger, zum Marktupdate hier bei BXWIST TV am heutigen Donnerstag. Der Markt, der zeigte sich schon in den letzten Tagen doch recht zurückhaltend und ist auf aber doch recht hohem Niveau seitwärts gelaufen. Die Marktteilnehmer sind nach wie vor grundsätzlich schon noch verunsichert aufgrund eben bestehender Themen wie dem Handelsstreit, der wieder zunimmt, oder aber auch natürlich die Corona-Neuansteckungen. Aber auch im Vorfeld der gestrigen US-Notenbank-Sitzung hatten sich die Anleger nicht so richtig aus der Deckung gewagt. Und das, obwohl ja nun nicht wirklich großartige Neuigkeiten von der Fed erwartet wurden. Und so ist es auch gekommen. Man könnte sagen, die Fed hat die Erwartungen erfüllt. Man hat den bisherigen Kurs weiterhin bekräftigt und mahnt aber auch gleichzeitig, dass in den Staaten Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Der Markt konnte dann nach der Sitzung noch leicht profitieren und konnte noch ganz leicht zulegen. Größer zulegen oder auch verlieren, also sprich größere Kursbewegungen, die stehen natürlich bei Einzeltiteln aktuell nach wie vor auf der Agenda. Die Berichtssaison ist noch in vollem Gange und heute Abend werden dann beispielsweise noch die US-Tech-Riesen Apple, Amazon, aber auch die Google-Mutter Alphabet Zahlen melden. Auch bei uns in der Schweiz hier, da stehen heute große Namen auf der Agenda. Aus dem SMI sind es gleich drei Titel. Als erstes hier mal die Credit Suisse. Das Geldhaus, das hat Zahlen abgeliefert, die über den Erwartungen der Marktakteure lagen und dementsprechend reagiert die Aktie heute positiv. Das Bankhaus musste beispielsweise im zweiten Quartal weniger Rückstellungen bilden für Kreditrisiken, als das noch im ersten Quartal der Fall gewesen ist. Für das weitere Jahr sieht man aber dennoch weitere Covid-19-Unsicherheitsfaktoren bestehen. Man sieht sich aber gut aufgestellt und geht daher davon aus, dass man diese Zeit dann gut meistern wird. Die Aktie, wie gesagt, heute dann jetzt positiv unterwegs aufgrund der guten Zahlen. Ebenfalls positiv reagiert die Aktie von LafargeHolcim. Der Konzern hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, die über den Erwartungen der Marktakteure lagen. Der Konzern sieht den Höhepunkt der Krise als überwunden an und geht davon aus, dass man eben auch nach einem soliden zweiten Halbjahr am Endeffekt gestärkt aus dieser ganzen Krise hervorgehen wird. Zum Schluss dann noch das Indexschwergewicht Nestlé. Hier ist es so, dass die Zahlen etwas gemischt ausgefallen sind. Man hat beim Umsatz nicht ganz die Erwartungen schlagen können. Beim Reingewinn und bei der bereinigten operativen Marge hat man das geschafft. Auch das organische Wachstum, das ist im Halbjahr besser als erwartet wurde. Allerdings hat man hier im zweiten Quartal doch eine deutliche Verlangsamung gesehen. Im ersten Quartal, da konnte der Nahrungsmittelriese ja noch von Hamsterkäufen der Konsumenten profitieren. Und auch wenn man nun viel besser dasteht als die Konkurrenz, den Ausblick, den hat man gesenkt und die Aktie reagiert daher heute zumindest mal recht verhalten auf die Zahlen. Wie es dann weitergeht mit der Berichtssaison, das erfahren Sie selbstverständlich nächste Woche, wenn es wieder heißt Marktupdate bei BXWIST TV.